Frau Alterspräsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, es ist schon gesagt worden, wir geben uns, was notwendig ist in einer konstituierenden Sitzung, eine Geschäftsordnung. Eine Geschäftsordnung, die die Spielregeln der Zusammenarbeit regelt, die die Abläufe regelt und die natürlich vor allen Dingen auch das Verfahren in Konfliktfällen regelt. Deswegen ist es gut, dass es eine breite Einigung, eine breit getragene Geschäftsordnung als Antrag hier gibt. Denn natürlich ist es so, und das wissen wir alle, zumindest diejenigen, die ja schon etwas länger im Haus sitzen, können sich die Perspektiven auf bestimmte Abläufe und auf bestimmte Regeln im Parlament ändern, je nach Rolle, die man gerade einnimmt. Aber deswegen ist es eben wichtig, dass man so eine Geschäftsordnung nicht nur mit einer Regierungsmehrheit beschließt, sondern weit darüber hinaus. Es ist gut, dass wir diese Einigung haben. Wir haben, wenn man sich diese Geschäftsordnung in der Tradition der Geschäftsordnung anguckt, dann wird einem auffallen, dass er sich natürlich einerseits in der Berliner Tradition bewegt. Das begrüßen wir auch in der Berliner Tradition, dass man Rederechte, Redezeiten nicht nach Mehrheit und nicht nach Größe der Fraktionen vergibt, sondern dort die Egalität und die gleichen Rechte der Fraktionen betont. Wir haben diese Geschäftsordnung weiterentwickelt. Wir haben sie an ein paar Punkten rechtssicher gemacht. Wir haben sie an technischen Punkten modernisiert. Und wir sind auch gemeinsam übereingekommen, und das war ein wichtiger Schritt, dass wir an einigen Punkten, Herr Schneider hat schon darauf hingewiesen, die Rechte der Opposition und auch die Rechte des Parlaments gegenüber der Exekutive gestärkt haben, indem wir nämlich gesagt haben, die Opposition, eine Minderheit von Abgeordneten muss mehr Möglichkeiten haben, eigene Anliegen im Ausschuss zu thematisieren. Die bekannte Praxis, dass Anträge von Oppositionsfraktionen, Anliegen von Oppositionsfraktionen in Ausschüssen lange liegen bleiben und nicht behandelt werden, wollen wir durchbrechen, indem wir einer Minderheit von Ausschussmitgliedern die Möglichkeit geben, sie auf die Tagesordnung zu setzen. Und gleichzeitig wollen wir auch in gewisser Weise zur Entschleunigung beitragen und der Regierung nicht mehr die Möglichkeit geben, darauf zu vertrauen, dass Gesetzentwürfe, die dringlich eingebracht werden, auch automatisch die Dringlichkeit hier erhalten, sondern nur dann, wenn eine solche Dringlichkeit auch über die Mehrheit der regierungstragenden Fraktionen hinaus anerkannt wird und wir deswegen hier eine Zweidrittelmehrheit brauchen. Das ist eine wichtige Stärkung des Parlaments gegenüber der Regierung, und ich bin froh, dass wir uns darauf verständigen konnten. Gleichwohl liegt es in der Natur der Sache, dass hier unterschiedliche Fraktionen mit unterschiedlichen Erfahrungen und unterschiedlichen politischen Kulturen und Zielen zusammensitzen, dass die Sicht auf eine solche Geschäftsordnung und die Sicht darauf, was darin sinnvollerweise geregelt werden sollte, eine unterschiedliche ist und dass dort auch unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt werden. Und so mussten auch wir zur Kenntnis nehmen, dass nicht alles, was wir als änderungsbedürftig an dieser Geschäftsordnung gesehen hätten, tatsächlich auch geändert worden ist. Wir hätten uns zum Beispiel eine modifizierte Wiedereinführung von großen Anfragen vorstellen können. Wir hätten uns nochmal ein anderes Umgehen mit dem Sitzungsende vorstellen können, obwohl wir hier weitergekommen sind. Und wir hätten uns natürlich auch, das ist kein Geheimnis, darüber wurde ja diskutiert, eine andere Regelung beim Thema Hauptausschussvorsitz vorstellen können, obwohl natürlich nach wie vor zu klären ist, inwieweit diese Regelung einer Regelung in der Geschäftsordnung überhaupt zugänglich ist. Aber wir haben uns sehr bewusst dafür entschieden, und wir sind sehr froh, dass darüber hinaus auch die anderen Fraktionen das inzwischen so sehen, dass wenn man sich einigen muss, es nur so gehen kann, dass man nicht alles, was man selber für wichtig und bedeutsam hält, auch eins zu eins durchsetzen kann, sondern dass diese Einigung im Mittelpunkt steht. Und ich glaube auch, sagen zu dürfen, und das war meiner Fraktion ebenfalls wichtig, dass es gerade auch in der derzeitigen politischen Situation wichtig ist, dass wir hier demonstrieren, dass wir zu einer gemeinsamen Grundlage kommen und in die Arbeitsfähigkeit hineinkommen, dass das gelungen ist und dass darüber hinausgehende Anliegen, wie zum Beispiel die Frage des Hauptausschussvorsitzes, in Ruhe geprüft werden können. Im Hauptausschuss ist jetzt ein guter Weg, und wir wissen, dass es nicht einfach ist. Respekt vor allenjenigen, die diesen Weg mitgegangen sind. Wir brauchen diesen gemeinsamen Weg. Und deshalb sage ich, sichere ich hier auch an dieser Stelle nochmal zu, wir wollen eine faire, wir wollen eine vernünftige Zusammenarbeit. Diese Geschäftsordnung ist eine vernünftige Grundlage dafür. Wenn die Frage des Hauptausschusses jetzt noch im Rechtsausschuss diskutiert werden wird, dann werden wir sie dort vernünftig prüfen. Man muss sie rechtssicher machen.
Man muss sie rechtssicher einführen, wenn man das will. Auch darüber wird um eine Einigung zu ringen sein. Das ist an der Stelle, wo es jetzt hingehört. Wichtig ist, dass wir hier eine Übereinkunft haben für eine gemeinsame Geschäftsordnung, sodass wir jetzt auch in eine gemeinsame Arbeit im Sinne der Bürgerinnen und Bürger kommen können. Vielen Dank.